Klaus für Technophil und MobileGeeks.de hier auf dem MWC. Ich habe hier die Marke Innos, eines chinesischen Herstellers, die ein ziemlich interessantes Konzept vorstellen. Ich fahre hier mal rauf. Das ist das D6000. Das soll das einzige Smartphone auf der Welt sein mit einem Dual-Battery-Concept. Zunächst einmal ist das ein relativ normales Android-Smartphone mit einem Snapdragon 600 drin. Ich meine eigentlich, der MSM 8939 wäre sogar der 615, aber soll's. 5,2 Zoll Display mit Full HD Auflösung, LTE ist mit drin, 16 Megapixel Kamera, 16 GB Speicher, 2 GB RAM, das Ganze erweiterbar per Micro-SD-Karte, Dual-SIM-Gerät, aber wie gesagt, das wirklich Faszinierende an dem Teil ist die Dual-Battery-Lösung. Ja, ihr könnt jetzt hier eine Batterie sehen, wenn wir die rausnehmen, ist noch eine zweite drin und das Gerät läuft tatsächlich weiter. Insgesamt haben wir dadurch 6000 mAh Batteriepower hier drin. Hier sehen wir noch die beiden Dual-SIM-Ports und den Speicherkarten-Slot. Eingebaut ist eine 2500 mAh Batterie und die herausnehmbare hat 3500. Dadurch, wie gesagt, die Summe 6000 mAh und man kann halt die Batterie wechseln, während das Gerät weiterläuft, kann es weiter bedienen. Wenn man sich also Ersatzbatterien mitnimmt, kann man quasi ewig lange damit online bleiben. Ziemlich coole Idee das. Natürlich wird das Gerät dadurch ein bisschen größer und schwerer, aber für die Leute, die wirklich viel Ausdauer brauchen, ist das doch mal eine spannende Alternative. Ein kleines Detail, auf das ich hier eben noch hingewiesen wurde, ist auch durchaus interessant. Wir haben hier schon den allerneuesten USB 3.0 Anschluss. Ich hoffe, man kann ihn trotzdem im schwierigen Licht hier erkennen. Das ist diese neue symmetrische Verbindung, wo man halt nicht mehr den Stecker falsch rum reinstecken kann. Ihr kennt dieses Problem von den normalen Micro-USB-Ports. Immer fummelt man rum und hat den mindestens dreimal vorher falsch reingesteckt. Außerdem können wir hier noch vage erkennen, zwei Lautsprecher, das sollen Stereo-Lautsprecher sein. Auf der linken Seite hat dieses Gerät, was wohl noch ein Entwicklungssample ist, also ob das genauso bleibt, wird sich noch zeigen. Aber hier haben wir halt eine Lautstärke-Wippe, auf der rechten Seite einen Ein-Ausschalter und eine dedizierte Kamerataste. Oben dann natürlich noch den 3,5 mm Klinkenanschluss. Wie gesagt, das Gerät ist natürlich ziemlich dick, aber wie gesagt, zwei Akkus drin, insgesamt 6000 mAh. Ich finde, das ist mal eine Ansage. Soweit von hier, Klaus für MobileGeeks und technophil.de.